So, hier folgt der letzte Weckruf fürs Rockhard-Festival Pfingsten im Amphitheater in Gelsenkirchen. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausverkauft, auch wenn der Campingplatz ausverkauft ist und so aussieht, als wenn das Festival ausverkauft werden wird. Aber noch gibt es Tickets. Es gibt auch Tagestickets, wie jedes Jahr. Die halten wir jedes Jahr zurück, für die Leute, die die Nachricht nicht erreicht, dass das Festival voll ist. Also es gibt auf jeden Fall Tagestickets. Und für diejenigen, die noch nicht wissen, ob sie kommen sollen oder nicht, der Freitag, der 21.05., wird eher düster ausgerichtet sein mit Bloodbath und The Devil's Blood als Headliner, Nekros Christos spielen, Sabaton spielen noch davor, Katatonia, also bis auf Sabaton eher so die atmosphärische, düstere Schiene. Am Samstag wird es ziemlich klassisch heavy zugehen. Unter anderem spielen da Raven, Exhorder, Accept und Creator hintereinander am Samstag. Eröffnet wird der Tag von Auden Ogan, einer, ja, im weitesten Sinne kann man sagen, Power-Metal-Band, symphonischer Power-Metal, der sehr an alte Blind Guardian und auch alte Running Wild erinnert und meiner Meinung nach in dem Bereich mit zum Besten gehört, was wir haben in Deutschland im Moment. Und dann gibt es am Samstag auch mit Bulldozer noch einen Auftritt der Italiener, die so gut wie nie live spielen und der auch kultig werden dürfte. Und dann haben wir noch den Sonntag, den 23.05., wird eröffnet von Sacred Steel und wird sich dann steigern über Crash Diet, Off Hate Land, Virgin Steel, die versprochen haben, dass sie diesmal wirklich ein Metal-Set machen und kein Operettenauftritt. Also nicht so wie damals beim Keep It True Festival, dass also allzu viel Klaviergeklimper da vonstatten geht, sondern es werden die alten Virgin Steel sein, so wie man sich die wünscht. Und ja, da freuen wir uns hier alle drauf. Nevermore werden spielen, hoffentlich auch eine gute Comeback-Show. Sonata Arctica, die heutige Power-Metal-Generation vertreten. Und als Abschluss des Festivals dann nochmal ein bisschen was Stimmungsvolles mit Rage und dem Lingua Mortis Orchestra. Wird nicht ganz einfach sein, das Orchester da auf die Bühne zu hieven. Das beschäftigt uns gerade im Moment, wie wir das machen können. Aber irgendwie werden die Herren und Damen dann da sitzen im Endeffekt und werden sich an abgeigen und ihr werdet das hoffentlich gut finden. So, wir sehen uns Pfingsten in Gelsenkirchen. Tschüss.